Test, Test. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen. So, meine Süßen, lasst mich euch begrüßen. So, wollen wir mal gucken. Diese beiden Spiele sind Müll. Also nicht so geil. Vor allem, also das geht noch, aber das hier ist echt. Meh. Ja, Konsolenabend, Switch. Ich habe keine Ahnung, was wir so spielen könnten. Lass jetzt nebenher noch ein bisschen Luft rein. Ach ja. Final Fantasy 7. Ich würde gerne vorsehen. Ich habe gestern gar nicht so lange gespielt, um ehrlich zu sein. Ja, ich möchte das laden. So, wollen wir mal gucken. Ich habe das Spiel gestern eine halbe Stunde angespielt. Aber es fühlt sich irgendwie so komisch an. Ich muss für eine Mission aufbrechen. So, did you read it? Ja, natürlich habe ich sie nicht gelesen. I mean, I doubt you'd get it Nee, heute mal nicht. That is so not true. Ich glaube, Kai kann nicht und allein ist halt langweilig. 7 Days to Die ist halt ist halt alleine halt echt lame. Well, it's there if you want a review. Muss ich mal gucken, wie ich das Mikrofon am besten reinsetze, dass ich A, dass ihr mich A hört. Und B, ohne dass es mir im Weg ist. Super. Ja, muss ja nicht immer 7 Days to Die sein. Oh. Die Materie, Materia, Soldat, Pipapo, lass dir die nächste Mission erklären, unterschiedliche Leistungen. Ja, wir müssen Missionen annehmen, können Materia sammeln und so weiter und so fort, ja. Ich habe das Original schon mal gespielt. Hey, ihr Süßen, hoffentlich ist euer Weihnachten besser als meins. So, nehmen wir mal eine Mission an. Now that you're officially registered, you should. Ja, ich habe sowieso nur eine, ne? Speichport, noch nicht verstanden, das kann ich dich fragen. Dieser Typ übrigens, links, kleine Spoiler-Alarm. Das ist, Zack. Kleiner Fun-Fact.
Ja, ich weiß. So, Mails. Tutorial. Ja, hier kann man den ganzen Kram sehen. Ich meine, komm schon. Status. Warte mal, was ist FP? Fähigkeitenpunkte. Einsatz von Fertigkeiten, Materie verbraucht FP. Ah ja, stimmt. Warte mal, warte mal, warte mal. Hast du neue PC-Teile geholt oder hast du welche bekommen? Trainingsmission. Gehen wir mal. Ich glaube, man wird direkt hingeportet, ne? Activating Combat Mode. Fähigkeitenboni. Achso, ja, da ist ja. Ah, okay. Ach ja, die Slotmaschine. Conflict resolved. Oh yeah. Was hast du denn hier alles bestellt, mein Lieber? Nee, ich habe mich mal näher ans Mikrofon gesetzt. Nice work. Vielleicht habe ich. You cleared the mission. Das Mikrofon zu laut gestellt. Okay. So. So, super gemacht. Du hast deine Mission erfüllt. I could have done it blindfolded. I can't. Hansel, der hat eigentlich später einen richtigen Namen. Also für die Leute, das ist, wie gesagt, das ist das das ist die Vorgeschichte von dem eigentlichen Final Fantasy 7. In these pods, you'll find items that you can. So they're provisions for soldier members. Das ist also speziell. Ja, ich weiß. Also, du kannst hier Missionen machen, die sollte man nicht verachten. Die geben nämlich, Alter, 30 FPS ernsthaft. Na gut, ist die Switch, ne? Also ist immer noch meh. Bronzereif. Alright. Look, lastly. Just now. I sent. You can also get messages. You should check it regularly. Who knows? Ja, erstaunlicherweise. Und zwar habe ich mich bei Story of Seasons überrascht. Und ich glaube, Mario Kart läuft auch mit 60 FPS. Yeah. Bei Bayonetta bin ich mir nicht sicher. Ausrüstung. Ja, ich weiß. So, Feuer. Ich kann das auf verschiedene Sachen legen. Accessoires, nämlich den Bronzereif. Der steigert meine Trefferpunkte ein wenig. Okay. Überprüfe deine Materia. SP-Umwandlung? Was sind denn SP? Wirbelattacke. Ah ja, stimmt. So, jetzt müssen wir mit Angel sprechen. Das Interessante ist nicht mal 1080. Naja, komm, machen wir noch. Auf jeden Fall habe ich das Spiel damals auf der PSP gerne gespielt. Und ja, ich hätte mir die PS5-Version holen sollen. Aber Story of Seasons läuft mit 60, Mario Kart mit 60. Ich weiß gar nicht, was für Spiele noch mit 60 FPS haben, aber manche Sachen kann es. Sogar eine gemoddete Switch kann sogar Kamezin auf 60 FPS. Fort Tamblyn is straight ahead. Let's go. Angel, der Mentor von Zack. Und Zack ist der Mentor von Hansel. Alias. Nee. Okay, then. Fuck. Leave this to me.
Angel, Cloud und dann Zack. Activating Combat Mode. Okay, ich muss die Steuerung noch ein bisschen hinkriegen. Calm down, Zack. No can do. Normalerweise ist es alles relativ simpel, weil ich hier auf das weil ich hier auf der PlayStation gespielt habe, der 7er. Zack. Aber ja, die Knopfbelegung auf der Switch ist ein bisschen anders. No, what's that? Incredible. You really don't know. Well, so much for you making first. Whoa, wait! What's this dumb apple? Ja, du läufst von Gebiet zu Gebiet und kriegst halt. Ist jetzt nichts Innovatives. Das war bei Final Fantasy aber immer so. Obwohl ich sagen. Ja. Obwohl ich das bei 7 besser fand. Und ja, es gibt immer an festen Ecken gibt es Kämpfe. Activating combat mode. Out of the way. Take that. Das Interessante ist, du levelst nicht. Conflict resolved. Ich weiß nicht, manche hassen das. Du hast ja oben links beim Kampf hast du ja eine, hast du ja die Slot-Maschine. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Haikai. So, Angeal, what's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zack. Nice excuse. Stimmt, wir gehen jetzt bei. But even then, I had my honor. Ach ja, the largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. Also, was ich. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. Jede Geschichte verdient es, gehört zu werden. What? That's it? Der will damit. Thanks a lot. Ja, die beiden sind schon knuffig. Ja, der Angel will dem Zack damit ein bisschen Ehrgefühl beibringen und so ein Scheiß. Mails, Tutorial-Kämpfe. Positive. Ja, ich weiß, was ein Buff ist. Ich weiß, was ein. Über Magie, über Elemente. Interessiert mich eigentlich nicht. Posteingang, was haben wir denn hier? Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen. Ja, das sind so. Midgar ist eine Stadt, die. Ja, da kennt man so ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Story von Final Fantasy ist mittlerweile so verworren, dass ich mir das gar nicht erst merken kann. Auf jeden Fall geht man immer hier so Stück für Stück durch, macht seine Kämpfe. Auf der PSP-Version war das so, dass du oben links eine 3-7er haben musstest. Um ein Level abzubekommen. Je näher du an den gekillten Gegnern sozusagen theoretisch an ein Level up rangekommen wärst, umso wahrscheinlicher war es, dass du dreimal die 7 bekommen hast. Ich weiß nicht, ob sie das im Remake geändert haben, weil das war halt immer nervig. Manche hatten Glück, manche hatten Pech. Ich hatte da eigentlich nie so Probleme. Indulge yourself. You got it. That's what I do best. Come on, B-Unit. Wie man sieht, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust.
and that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Was ihr übrigens, wenn ihr das Schwert erkennt, ihr. Das Schwert hat eine tiefergründige Story. Wo ich eigentlich sagen muss, dieses Schwert hat Zack. Na, ich weiß nicht, ob er es verdient hat. Immersive Belohnungen. Im Laufe der Story lernt Zack Charaktere kennen, die starke Gefühle in ihm wecken können. Dies hat einen Effekt auf die DBL, also auf die hier, die Slotmaschine. Okay. Interessant, das Level-Up wird so sagen zu so einem halben Glücksspiel. Also, wenn es noch das Level-Up ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Hold the line here. It's just one man. Prepare to swarm him. Activating combat mode. Sag mal, wollen mich verarschen? Ja, ich habe jetzt einen Boost bekommen. Muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber nur temporär. Ich krieg gut aufs Maul, ne? Na komm. So, mit Feuer machen wir den Kramer aus, ja, aus dem Weg. Wie gesagt, PlayStation hätte ich es mir wahrscheinlich. Ja, 30 FPS auf 4K, glaube ich. Aber auf 1080 oder auf 2K sogar. 60 raus. Also technisch die schlechteste Version. Macht aber nichts. Ich habe das Spiel gestern eine halbe Stunde angespielt und meine Switch war so warm. War leicht interessant. It's the intruder! It's Soldier! Damn! Stop him! Activating combat mode. Also ein ähnliches Kampfsystem hatten wir natürlich auch in Final Fantasy 7. Oh yeah. Ich weiß halt nicht, ob X eine starke Attacke ist, aber ich meine schon. Piece of cake. Could have done it blinded. Ach, Zack. I've heard the Wutai keep a monster around for anti-soldier purposes. Na dann. It should be somewhere in the fort. So, if I can take it out, will I make first? Depends on the quality of work. Your main task is diversion. Run amok and gather attention. Do well, and you'll gain favor with Director Lazard. That'll be a cakewalk. Just watch. Ja, er will unbedingt aufsteigen, der Zack. Weil er immer noch ein Rookie ist, sozusagen. Ist seine erste Mission und er ist stinklangweilig. Activating combat mode. Schwäche ausnutzen. Magieattacken sind effektiv gegen mit elementaren Schwächen. Elementsymbol. Eis. Ja. Okay. Oh, yeah. Ich habe das auf einfach gestellt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, hier ist die Steuerung das größte Problem. Naja. Wollen wir mal
Nee, ich habe jetzt klar, wir könnten eigentlich generell mal ein paar... Achso, ja, das hat ja... Combat Mode ist ja was anderes. Ich kann ja nicht einfach durch die Gegend. Ich kann ihn einfach durch die Gegend ziehen. There he is! Get him! Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah! Na, ja, wie gesagt, oben links die Slots machine. Combat mode. Bring it on! Naja. Richtig. Damage machen wir noch nicht. Bleibt hier, ihr Lümmel. Na, komm her. Oh yeah! Oh komm schon, ich hab MP frei. Könnt ihr mich nicht heilen? Na, ja, kann ich auch so machen. Die ist leer. Ja, war doch klar, dass es. Wir müssen sowieso kämpfen. Find's aber irgendwie ein bisschen komisch, dieses ständige. Das hätten sie im Remaster verbessern können. Aber ansonsten, die Kämpfe sind ganz erstaunlich. Soweit, also grafisch sind immer noch. Also, die spielen hier auf der Switch. Das ist vollkommen in Ordnung. Activating Combat Mode. Oh, yeah. Wie, nicht genügend MP. Also, stimmt, ich kann ja meine. Dach nicht aus. Ja, kommt runter. Activating combat mode. Got him. Conflict resolved. Oh yeah. Wenn das durch nicht. Och man. Find's halt blöd, dass man die ganze. Dass man den Stuff nur benutzen kann, wenn man im Kampf ist. Ja. Das ist lame. Ich kann halt auch nichts machen, ne? Ich kann nur Mails die Karte aufrufen. So. Die sehen Bühns. More troops are en route. It's over. Activating combat mode. Out of the way. Doppel-Select, hier soll ich mich ein bisschen aufheben. Conflict resolved. Oh yeah. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist, wenn man einen Frontalangriff macht oder nicht. Huh? I hear a voice. Fort Tamblyn,
We'll not fall to a lowly group of thugs like Soldier. The enemy could be lurking anywhere. Keep your eyes open. Hallo. Soldier is a formidable foe. Still, to protect our homeland, we must stand against our enemies, no matter what. Even if it means our lives. In Wutai, retreat is never an option. What? Retreat! Against bad odds, retreat is the best strategy. Okay. Der war damals aber auf der PSP auch so ein feiger Lappen. Naja. Könnt ihr sagen, was ihr so von dem Spiel haltet? Wir können auch mal eine Runde Pokémon spielen. Kann man sehen, ist nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was dieser, was der X-Knopf macht. Ich glaube, du hast wirklich nur einen Angriffsbutton. Zack, nicely done. We have successfully occupied the fort. Stimmt, da müssen wir auch nochmal ran. Impressive. You did well. Keep pressing forward. Ja, ich würde sagen. Kann ich die Truhe noch aufmachen? Danke. Aber ich muss sagen, Kamezin regt mich halt wirklich kaum auf. Ne? Also Kamezin zieht sich wirklich kaum, zieht mich kaum in den Bann. Weiß es nicht. Bin mal gespannt, wie Schild wird. Ah, that must be the central area. Activating combat mode. Bring it on. Conflict resolved. Oh yeah. Pokel habe ich schon. Ich muss halt echt auch mal nach dem Pokédex ein bisschen arbeiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit Pearl mehr Spaß. Mit dem Züchten und Handen und so Kram. Und das Postgame weiß ich halt auch nicht. Es gibt halt nicht sowas wie ein Duellturm, wo es halt wirklich interessant wird, weißt du, Justin? Also habe ich zumindest noch nicht entdeckt. Ich kann das Turnier machen, ich kann die Arenenleiter nochmal herausfordern. Ja, aber das war's dann auch schon. So, wir mal gucken, ob es hier noch einen Kampf gibt. Aber eigentlich. Ja. Das Kampfsystem fühlt sich so komisch an. Weiß nicht, wie es euch so geht, aber. Ich hatte, glaube ich, mit dem 7er viel mehr Spaß. Ich will hier nochmal speichern. Ich glaube, das 7er habe ich sogar auf der PlayStation 4 durchgespielt. Meine ich sogar. Naja. Auf jeden Fall avoid training when you can. 2. Protect Wutai at all costs. 3. Ugly Shinra soldier dudes must be punished. Who are you? I'm Wutai's greatest warrior. It's over for you because now you have to face me.
A little kid? This area is not safe for you. Go on home now. You're the one going home. If you want to go any further, you're gonna have to go through me. Oh, man. What am I supposed to do here? Shushu, ha! Take that, bad guy! Bass. Shushu, ha! Ah! No! You got me! Ha-ha! That'll teach you to mess with me. Once again, okay, das finde ich lustig. Oh nein, also Naruto Run. Boy, oh boy. That's a lot of energy. Now, back to work. Okay, dann muss ich sagen, es hat was. Das hat was. So. Ja, muss ich mir mal die Entwicklungsreihen angucken. Ich würde sagen, machen wir mal ein Stündchen voll und dann können wir mal gucken, was wir da weitermachen. Wenn ihr Bock auf Kamezin habt. Weiß ich nicht, auf was der Zui Bock hat. Soweit ich weiß, konnte oder kann Kai heute nicht. Zwillinge, ist klar. You must be the anti-soldier monsters. Activating combat mode. Einige Gegner setzen im Kampf besondere Fähigkeiten. Nach Aktivierung einer dauert etwas. Okay, verstehe. Es gibt Break. Es gab ordentlich Damage. Hallo, Yuna! Ich wollte doch ausweichen! Das Combat-System ist ein bisschen statisch. Aua! Wie, nicht genügend EP! Nervt, dass ich die Kamera nicht... Doch, die kann ich drehen. Ah, mit X... Ich kann die Dinger sammeln. Verstehe. Das Feuer hätte nicht sein muss, aber kann man mal machen. Ah,
ich kann also durch das Roulette gewisse Angriffe sammeln. Also bei der PlayStation Portable in der vorherigen Version haben die automatisch gespammt. Das bedeutet, hast du halt irgendwie dreimal Sifroth bekommen und halt einen Sifroth-Angriff gemacht. Director Lazard, are you watching? Gotta move. No time to play. Und ja, für Final Fantasy Kenner, der Angel kriegt das Schwert von Zack. In diesem Teil wird der Zack das auch noch kriegen. Aber nicht von Angel. Und ja, Angel hat ja gesagt, er benutzt sein Schwert nicht, weil es dadurch Abnutzung, Verrostung und so weiter bekommt. Und ja. Du hast dich schon wieder nicht konzentriert. Oh, Angel ist ein fürsorglich ein guter Lehrer, aber nervig. Oh, sorry if your sword got any wear, tear or rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. Thanks. An diese Szene erinnere ich mich noch ganz genau. Ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich kenne die Story. Ich habe das Spiel sehr intensiv auf der PlayStation Portable damals gespielt. I'm here. I must apologize. Vergleich zum Game Boy Advance war die PlayStation Portable halt durchaus Hammer. You didn't have to come personally. This operation will bring an end to the war. I wanted to see it through. Soldier Second Class Zack. Sir! You put forth a good effort at Fort Tamblyn. I saw it with my own eyes. To be frank, my evaluation is... You diverted the enemy and successfully supported Angeal. For a second, that was exemplary work. Zack. Do you know the difference between a first and a second? Going above and beyond is always the expectation. That's soldier first class. Remember that. Schutzweste. Okay. Zack, let's go. Sephiroth is waiting. Sephiroth? The hero? Wow, I'm gonna meet a hero. Ich werd meinen Helden treffen. Was? Immersive Emotionen haben die? Activating ja. Combat mode. Ach nee. Können wir Sifroths Angriff machen? Die Angriffe verändern. Ich meine, die Angriffe müssen sich auch noch verändern mit der Zeit. Ah, Eisstufe 2. Ich habe trotzdem mehr Spaß mit Final Fantasy Crystal Chronicles. Das müsste ich für die Juni eigentlich auch nochmal weiterspielen. Zack. Take the director to safety. Contact Sephiroth. Zack can handle it. Now go. Follow me, director. Director Lazard. Oh, thank
goodness you're safe. Zach, I should be fine now. Assist Angeal. Yeah, I'm on it. Ach ja, diese Plot-Twists. Und ja, es wird Plot-Twists geben. Ich muss halt echt aufpassen, dass ich halt nicht aus Versehen zu viel Spoiler. Das liegt mir so auf der Zunge, weil wenn sie selbst am Kampfsystem nichts geändert haben. What? These guys aren't Mutai troops. Dann weiß ich, was kommen wird. A summon? Who called it out? Activating combat mode. Aua! Du Lümmel! MP3, geil! Nein! Kolümmel! Alter. Wenn die Katzen ziehen, können sie auch... Alter, okay, das ist cool. Ich würde nicht sagen, der hat die falschen Bohnen gefressen, aber der hat... So, Stufe 2. I'm feeling it. So, Stufe aufgestiegen. Super. Genau so läuft. I'm feeling it. Kann man überspringen. Alter. Der berühmt-berüchtige Flip-Flop. Na dann. Holy. Alter, ist meine Switch warm. Und ich hab's OLED-Modell. Oh. Genesis. The missing soldier first class? They're identical. A Genesis copy. Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. Ja, die klonen da Rang 1 Soldaten irgendwie. So he's gone too. What? Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. No way!
I know what kind of guy Angeal is, and he'd never do that. Angeal wouldn't betray us. Never! Aus irgendwelchen Gründen. War das jetzt ein Ladebildschirm? Stufe 7. Das ist okay. 2800 Gil kann man mal nehmen. Was hier an Crisis Core, das haben sie halt. An sich war das ja ganz cool. What's with Angeal? How long is he gonna slack off like this? It's already been a month. Sephiroth's no help either. Lumping Angeal together with Genesis. Genesis is a deserter who took a bunch of seconds and thirds along with him. He used copies of himself to attack us. Angeal wouldn't condone something like that. His soldier honor means way too much to him. Everything's so messed up now. Angeal, just come back to us. Ja, die Kniebeugen macht er um irgendwie. Sogar ein Minispiel, glaube ich. Dieser Kanzel. That would be me. Who is this? Director Lazard wants to see you. Go to the briefing room. Hey, wait. Who was that? Ja, ziemlich viele Auftritte der Kanzel. Passive. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt. Any word on Angeal? In Final Fantasy generell. He hasn't contacted his family either. So what's this about? A new assignment. I want you to go to the hometown of our missing soldier first class, Genesis. Huh? According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever. Final Fantasy haben wir ja Cloud gespielt. Ein ehemaligen Rang 1 Soldat. Why? Und überall taucht ja auch noch Sifloth auf. Cloud mit seiner Kindheitsfreundin Tifa und dem ganzen Kram, der trägt ja das Schwert von Angeal. Penner haben das schon gesehen. Und he will go with you. Song of the Turks. This job is looking really gloomy. Let me know when you're ready to go. So, ich will aber erst nochmal hier in den... Ja, DBW-Matrix von mir aus. Früher haben sie Slot Machine genannt und jeder wusste Bescheid. Hello? Oh, hey! It's Kunzel. Did you read my mail? Not yet. I'll read it later. I'm in a meeting in the briefing room right now. Gotcha. Hey, can I talk to you after that? I'm kind of busy, but if you can keep it short. Yeah. Und schade, dass sie keine englische Übersetzung, keine deutsche Übersetzung gemacht haben. Beim 7er Remake gibt's die Beschwörung freischalten nach dem Erhalt von Beschwörermateria. Okay. Noch Kanzel, ernsthaft. Chopoko-Modus. So, okay, mit Plus komme ich da rein. Von den ganzen seltsamen Gestalten unter den Rang 1 Soldaten ist Angeal noch der einzige halbwegs normale. Dem würde ich blind folgen. Aus Sephiroth wird Sephiroth wird eh keiner schlau und Genesis ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, ein geselliger Bursche zu sein. Also der geistige Anführer von Soldat ist meiner Meinung nach eindeutig Angeal. Auf den Typen halte ich was. Wenn er schneidig, dass du vor kurzem so viele Einsätze an seiner Seite bekommen hast. Und hier, sowohl von den Sicherheitsbehörden als auch von Soldaten sind Berichte aktuellen Lage des Konflikts in Wutai eingetroffen. Zur britischen Begleitung. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Einkaufen. Ich kann nur Heilträge kaufen. Ich kann jetzt keine.
Eis ist Stufe 3 schon. Gar nicht schlecht. Eisklinge wäre auch nicht schlecht, ne? Was ist denn TP-Boost? Der erhöht den TP-Wert. Okay, ja, das macht... Ja, aber das ist doch eher... Ungebundene Magie. Ausrüsten. Schutzweste gibt 30 Vitalität. Das gibt plus 5 Magie. Mache ich mal ein bisschen mehr Vitalität, ja? Ich weiß noch nicht, was der Unterschied... Wahrscheinlich Widerstand, aber warum heißt das Vitality? Warum kann ich denn die Materie nicht ausrüsten? Hier, der Wirbelattacke. Nee, dann würde ich das... X, ne? Ich hab keine Ahnung, was die SP sind. Eisklinge wäre auch nicht schlecht, ne? Würde aber nur die... Ich habe keine Ahnung, was ich mit SP machen kann. Und wo überhaupt meine SPs sind. Einmal Blitz erhalten. Kanzel will mit mir sprechen. Before you go out on a mission, ah, nee, you should always remember to check the supply pod. You know, because we're not notified when it's been restocked. Das ist auch eine gute Sache. That it's because of the company's cost-cutting. Hängt angeblich mit den Sparmaßnahmen des Konzerns zusammen. Also du kriegst nicht kriegst deine Ausrüstung nicht richtig Bescheid gegeben. Ich würde aber gerne mal wissen. Ja, Eisklinge bin ich halt nicht so sicher, ne? Na, ja, können wir mal loslegen. M811, Rückkampf gegen Infrid. Was ist denn für ein Beschwörungsmodus? Wie kann ich... Beschwörermaterie kannst du in den Beschwörermodus wechseln. Der sämtliche Walzenbilder durch. Ja, sammelt drei. Ja, das weiß ich. Aber wie kann ich denn. Okay, Rückkampf gegen Infrid 3. Stimmt, drei Balder wird die. Okay. Thornberry-Messer. Ja, von mir aus. Zauberspot. Zauberpottricks. Was? Ja, aber ich will wissen, wie ich... Steuerung, Tutorials, Kämpfe, Ausrüstung. Wir gucken. Komplementärmateria. Positive Effekte. Ja... Ich weiß, was sie macht. Ich will... Lazard. TP-Boost. Ich dachte, ich kann Beschwörung ausrüsten. Da frage ich mal nicht.
Das habt ihr gut gemacht. Fortfahren ohne Beschwörungsmodus Was? Finde hierzu. Hurry then. Ich muss noch Missionen machen? Hau ab, ich will. Ja, ich weiß, ich will fucking Mission machen, du Lappen. Ich muss Mission freischalten und der Arsch steht jetzt davor. Warte mal. Ganz hey, immer. Zach. Word of advice? You should go places and do stuff, you know? So, what do you say we go down to one? Also, ich fand es auf der PlayStation an sich ein cooles Spiel, aber komisch. Hier schon, hier sowieso, das. Ja. Here we are. Okay. Wait, what? You brought me here just to ditch me? Don't you get it? This is for you. You usually have so also wegen des Einsatzes nicht so viel Zeit, oder? Da bin ich doch nur ein Klotz am Bein. Wenn du zurück willst, gehen wir die Straße runter. Ernsthaft. See you, Zach. Was? Ich finde das Spiel verwirrend, okay. Immersive Limitrausch, ja, über Elemente. Ja. Blitzelement und so weiter. Ja, schon klar, über Magie. Viel Magie, Sache. Aber eigentlich. Hallo, Ladies. Excuse me, but are you with Soldier? Soldier Operative Zach, yes. Zach? I've never heard of you. You must be Soldier Second Rate. We were just talking about who the greatest Soldier member is. For me, it's Angeal. He's so straight-laced and thrifty to boot. If we're talking about the greatest in Soldier, I can't think of anyone other than Sephiroth. Just imagining him walking around shirtless is enough to make me swoon. Okay. You two don't know what you're talking about. This is the age of Genesis. There's nobody better in Soldier than him. Soldier first classes have a big. Ja, die Dialoge sind alle Quatsch. Ich weiß nur nicht, warum ich keine warum ich ihn Beschwörung nicht einsetzen kann. Naja. Sie hätten eine Open World draus machen sollen. Oder mehr oder weniger. Materiaherstellung. Ja, sind immer noch in der Anfangsphase sozusagen. Missionskatalog wurde erweitert. Shinra-Konzern, die Endphase des Wutai-Kriegs. Sekt der Materia-Jäger. Kann man mal machen. Activating Combat Mode. Brace yourself. Concentrate. I'm feeling it. Was das jetzt? Nein! Ah!
So, machen wir mal Angel Move, ne? Prove your honor to me. I got it. Ja. Das ist in dem Sinne ganz interessant. Weil später kriegt. Ich weiß nicht, wie ich es. Wie steht jetzt der Spoiler? Ich glaube, das wird jetzt eher wichtig. Wie steht ihr zu Spoiler? Und wie findet ihr das Spiel generell? So, Beschwörungsmodus. Ja, habe ich jetzt freigeschaltet. Machen wir die nächste Mission. Komm. Ich habe keine Ahnung, ob das ausreicht. Ich weiß halt gar nicht, wie stark wir sind. Das ist hier immer so ein bisschen schwierig. Während es bei Final Fantasy VII wesentlich entspannter lief. Activating Combat Mode. Out of the way. Alter, da hat sich das Spiel auf der PS4 wesentlich besser angefühlt. Ja, okay. Conflict resolved. Oh yeah! Ich habe jetzt also die Beschwörung freigeschaltet. Frage ist jetzt nur, Alter. Activating Combat Mode. Das ist noch unbekannt, dementsprechend macht Zack da seinen eigenen Move. Das hat man daran erkannt, dass es. Yeah, Level 3 Vita, Bitches. Bonus, Stufenaufstieg. Okay. Mission erfüllt. Lol. Schade, ich dachte, ich könnte die Angriffe aufheben und für einen Endkampf sozusagen aufheben. Aber scheinbar nicht. Bedeutet, nutze, was du kannst. Na gut, dann machen wir das doch mal. Ja, das ist bei jedem Final Fantasy, ist die Siegesmusik ist bei jedem Final Fantasy gleich. Das ist normal. Das ist so der Final Fantasy Wiedererkennung Signature Move. Activating Combat Mode. Schon mal ganz gut, wenn wir nämlich einen MP-Rausch haben. Dann können wir nämlich ganz entspannt ziemlich voll heilen und Zauber spammen. Das müssen wir uns merken. Dann kriege ich die Steuerung hin. Combat
Der scheiß Zauber, ne? Conflict resolved. Activating combat mode. Na komm schon. Brace yourself. Komm mal überspringen. Concentrate. I'm feeling it. Königsfeder. Super. Also selbst wenn man kein Final Fantasy Fan oder keins von den Spielen gespielt hat, erkennt man die Musik trotzdem. So, auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Königsfeder ist ganz gut. Was? Chocobo Armband ohne Blitzklinge. Okay. Ich kann halt das alles nicht kombinieren. Das finde ich ein bisschen schade, weil hier hast du immer nur 4 Plätze, während bei Final Fantasy Crystal Chronicles so als Beispiel. Activating Combat Mode. Oh yeah. So, nehmen wir mal ein Elixier. Activating combat mode. Bring it on. Okay. Ah, diesen Skill. Das Kampfsystem ist ganz cool, aber es fühlt sich alles so starr an. Das war zur PSP-Zeit wahrscheinlich ziemlich geil, aber irgendwie... Ja, sehr so ein Missionsspiel, aber wie gesagt, das ist halt eher für die PSP gemacht gewesen. Dementsprechend kannst du da keine große Open World erwarten. Finde ich halt schade, dass es hier irgendwie so blöd gemacht haben. Schnitzeljagd. 20 mal Sprung, hä? Ah, Sprung macht 20 Damage. Ja, da ist die Frage, ob das besser ist als die Wirbelattacke. Das wäre mal interessant. Ja, wie findet ihr das Spiel bis jetzt? So. Activating combat mode. Take that! Interessant ist, die Gegner wiederholen sich halt auch. Zum Beispiel in Crystal Chronicles hast du auch schon wieder diese interessanten, Activating combat mode. Diese Gegner sozusagen.
Hier gibt es also drei Schätze zu finden. Oder insgesamt drei Schatztruhen. Eine habe ich gefunden. So, MP frei ist schon immer ganz gut. Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Later. Oh yeah. Das lief doch ganz gut. Bin mal gespannt, wenn wir Eris begegnen. Physisch Damage mache ich gar nicht. Ja, es geht. Oh nein, ich habe nur eine Schatztruhe gefunden. Ah, ärgerlich. Ist aber okay. Ich will gleich nochmal Pipi machen. So, bin wieder da. Ich hab doch... Achso, ja. Ich hab falschen Knopf gedrückt. Ach, Nintendo. Du und deine Knopfbelegung, ne? So, ich weiß halt nicht, ob das so gut ist. Ich hab so das Gefühl, dass ich so langsam knapp... Ne, vom Level her knapp werde. Ich mach jetzt erstmal ein paar Nebenmissionen, bevor wir mit der Story weitermachen. Ich hab nämlich gelernt, dass das ein großer... große Hilfe sein kann. Warum habe ich hier so viele Pokémon-Spiele? Ich spiele gerade Reunion. Auf der Switch. Okay, deswegen verzeiht die mangelnden FPS. Und nein, ich habe keine Lust, meine Switch zu modden. Activating Combat Mode.
Boah, komm schon, hast mich gestunt? Wirklich? So, ja, falscher Knopf. Concentrate. I'm feeling it. Läuft aber ganz gut. Activating combat mode. Wird man wieder ein Stufen-Upgrade gebrauchen, hm? Slot-Machine. Wie viele Missionen gibt's dann? Oh, Stufe 4. Ich weiß nicht, ob ich dafür ready bin. Ich probiere es mal, okay? Also das mit dem Missionssystem gefällt mir eigentlich ganz gut, vor allem da das halt so schnell geht. Ohne nerviges Hin- und Herlaufen. Activating Combat Mode. Oh, komm schon. Ich mal gucken, wo ich am besten lang gehe. Ich will ja die Truhen mitnehmen. Da oben lang und dort, da ist aber auch noch eine Truhe. Aber hier geht's auch. Activating Combat Mode. Bring it on. Oh, hier hätte ich so. Ich hatte doch eine Phönixfeder. Fuck. Activating combat mode. Ich will den Dicken haben! Brace yourself. So. Ah, das wäre Aerith gewesen. Das wäre eine vollständige Heilung geworden. Go, go, go. Wir werden hier später Aerith treffen und dann wird die auch hier so einen Dingpunkt übernehmen. Und ja. Jetzt habe ich euch einen Charakter gespoilert. Müssen wir gleich mal die Ausrüstung anpassen. Ich fände es halt cool, wenn man irgendwann mehr ausrüsten kann, außer nur zwei Sachen. Das macht es ein bisschen lame. Ich weiß halt nur nicht, ob das Spiel dafür ausgelegt war. Yo!
Machen wir doch gleich mit, oder? Wirbelattacke, ich weiß nicht, Sprung. Die Wirbelattacke macht 8, der Sprung macht 20. Das ist aber auch ein bisschen mehr FP, aber nur ein bisschen. War vielleicht keine schlechte. Yo! Prove your honor to me. I got it. Viecher sind stark. Ich krieg gut auf die aufs Fressbrett. Die sind nicht schlecht. Ich muss echt auf Magie aus sein. Dunkelopal. Materia Fusion, was? Materia Fusion MP plus 10%. Wirkt in der Materia Fusion, okay. Magie plus 1, Infinity. Ja, das ist schön. MP plus 20%, Trefferpunkte plus 10%. MP plus 40%, Schütz vor Stumm. FP plus 20% Vitalität und Magie plus 5. Bin am überlegen, ob ich hier vielleicht den Bronzereif aktuell gegen die Ohrringe austausche. Weil ich ja dann... Warum? Was war das für ein... Was war denn das für ein... Fight? Einmal war ich im Arsch. Oh ja, Sprung ist stärker geworden. Geil. Super, ich habe auch die zweite Truhe gefunden. Also super. Mithril? Was war Mithril nochmal? Oh, komm schon. Ich muss echt mal ein bisschen üben. Aber ich werde besser. Ich glaube, die haben das so gemacht, dass der Angriff sich nicht komplett durchschaut, sondern nur auf
sondern nur, wenn die Gegner halt Damage fressen. Bedeutet, wenn ich jetzt meine Special Attack auf einen Gegner mache, der zum Beispiel nur ein Leben hat. Activating Combat Mode. Guns. Is this the end? No, not if I can help it. Lol. Okay, kann man mal machen. Conflict resolved. Bonus. Interessant. Heldentrank 2. Ich habe keine Ahnung, was der Heldentrank ist. Guck ich mir gleich mal an. So, eine Elixier Phönixfeder behebt Kampf und Fähigkeit. Ja, das hat man eben super gesehen, ne? Wilmakuninit. 5 davon bewirken der Fusion zu einer. Ah, du kannst Materie sammeln und die kannst du fusionieren. Und da kannst du, glaube ich, deine maximalen Werte stärken. Glaube ich. Ich weiß halt nur nicht, wie man die Materia-Funktion macht, ne? Mithril. Willen. Mondschärfe. MP plus 10%. Warte mal, was ist denn Heldentrunk nochmal? Wie viel Gil hab ich denn? Kann nur 9 auf einmal kaufen, das ist schade. Wie kann ich denn SP-Umwandlung? Das verstehe ich jetzt selbst nicht so ganz. Vita, Feuer, Eis, Blitz, Blitzstufe 2. Das bedeutet, das könnte ich doch zur SP-Umwandlung benutzen. Eura. Oh ja, man sieht halt nicht, wie viel. Eura ist natürlich geil, ne? Müsste ich nur gucken, was ich mit dieser Dingsbums machen kann. Lol. Chopo, was? Choco Moppelfeder. 3%, nächster Bonus 5% auf Blitzklinge. Ich will hier mal was machen. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ich weiß nicht, so neben Chili-Mission könnte ich echt den ganzen Tag machen. Activating Combat Mode. Aua! Concentrate. I'm feeling it. Activating combat mode.
Okay, die Kämpfe machen Spaß. Ja, wir wissen, mit wie viel FPS das damals auf der PSP gelaufen ist. Oh, weißt du was? Ich wollte mir eigentlich einen neuen PC holen, aber warte mal, vielleicht finde ich ja eine PSP. PSP mit Capture Card. Capture Options. PSP. Warte mal, was sagt denn Reddit? Naja, theoretisch müsste ich das auch mit dem Remote Play hinkriegen. Na, lassen wir das mal. Jetzt komme ich nachher noch auf die Idee. Na, das haben wir gemacht. Elixier, ja, nehmen wir mal. Elixier ist ganz gut. Ich glaube, das halte ich komplett. Ich finde es so schade, dass es hier keinen Gameboy-Emulator gibt. Activating Combat Mode. Und Gamecube. Complete Resolve. Kann es sein, dass wir jetzt für diese Mission, oh yeah, dadurch, dass ich die Monster jetzt die ganze Zeit besiegt habe, mich stärker gemacht habe, dass ich da ein bisschen too much für die bin? Der Sprung ist natürlich schon geil, ne? Complete Resolve. Oh, lol. Das war ja simpel. So, machen wir hier einfach mal weiter, komm. Wir können ja, kriegen ja bestimmt tolle Sachen. Schutzweste und so weiter und so fort. Ja, muss ich halt mal gucken. Ich wäre halt schon, hätte schon gerne mehr Slots. Die schon wieder. Na, du Lümmel! Activating Combat Mode. Ich habe nicht genügend EP. MP, Entschuldigung. Ja, zum Glück habe ich mir. Das war's? Okay, ich hab's übertrieben. Oder ich hätte. Warte mal, ich will mal was gucken, ob ich. Vielleicht. Warte mal, du kannst, glaube ich, nur normal und schwer machen. Ja, erbitterte Kämpfe. Probieren wir es mal hier. Ich will eigentlich auf normal bleiben, bin ich ganz ehrlich. Aber ich will gucken, ob die. Naja. Wollen wir japanisch machen? Ich glaube, das wird dann zu viel für euch. Hier schon wieder. Activating Combat Mode. Ja.
Conflict resolved. Hallo, ich will. Ich will zumindest die Truhen machen. Activating combat mode. Ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe entweder sehr kurz sind, sodass du die Slot Machine kaum benutzt, benutzen kannst, oder dass es eigentlich... Activating Combat Mode. Der war schon eine Herausforderung. Analyse. Stimmt, die Viecher kann ich analysieren, um zu gucken, was für eine Schwäche die haben, glaube ich. Das fand ich immer so ein bisschen nervig. So langsam werden die Wutai-Dinger doch interessant. Gibt es eine Truhe? Die Frage ist, wo? Activating Combat Mode. Ernsthaft. Ich glaube, ich sollte hier mal auf Magie spielen. Auf Magie, das kann ich mir meine Suppe machen. Komm zurück, Justin. Ja, ich spiele das Spiel immer noch. Finde ich gerade irgendwie interessant. Ich habe da gerade Lust drauf. So ein bisschen, also die Mission zumindest. Activating Combat Mode. Was anderes. Schön, dass es mal wieder ein Spiel gibt, das nicht unbedingt Free-to-Play so Open-World ist. Vielleicht hole ich mir auch einfach nur diese ganzen Open-World-Spiele. Endphase des Wutai-Krieges. Ja, machen wir, ne? Steinimpuls. Oh. Neue Waffe? Kann eigentlich nicht sein. Ich bin immer mit dem Sägschwert. Bis wir später das von Angel kriegen. Hier gibt's drei. Activating combat mode. Take that. Alter, hast du geblockt, du Lappen? Ha.
Conflict resolved. Wenigstens das hätten sie wegmachen können. Konflikt, ne? Conflict involved, Conflict involved. Oh, komm schon. Das hat beim PSP-Teil schon genervt. Diese Ganoven haben es einfach drin gelassen. Solche Dinger skippen. Conflict resolved. Oh yeah. Was meint ihr? Alter, macht Eis wie Damage. Oh yeah. Conflict resolved. Activating combat mode. The end. Ich wechsle immer die Knöpfe, das ist unglaublich. Oh, komm schon. Ich krieg gut aufs Maul. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, es ist ein Stück Piece of Cake. Activating combat mode. Willst du mich verarschen? Auch nicht Ausrüstung anpassen. Ist doch eigentlich ganz gut klar. Ich glaube, es war mein Twitter.
insgesamt, aber ich habe das Gefühl, dass ich die... Hier fehlt noch eine Truhe. Aber ich war doch schon überall. Activating Combat Mode. MP frei! Noch! Warm up's over! Concentrate. I'm feeling it! So, wie findet ihr das Spiel bis jetzt, Juna? Das ist ja kein Final Fantasy Fan. Und schön, dass du wieder da bist, glaube ich. So, jetzt will ich nur mal gucken. Weißt du was? Komm, ich mache einfach weiter. Activating Combat Mode. Muss halt wirklich am Anfang an, glaube ich, richtig reingucken. Ich glaube, zurücklaufen ist halt blöd. Oh, oh Mist. Yeah. Activating Combat Mode. Okay, das mit Feuer ist echt, Feuer ist super. Das war ein bisschen... Oh, yeah. Das war ja ein bisschen lame gerade. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt gerade mal ziemlich erfrischend. 5% aller Mega-Materia-Blitzklinge. Ja, ist okay. Auf der Jagd nach den Kostbarkeiten. Ich glaube, weiter mache ich erstmal nicht. Ausrüstung. Ohrringe geben uns Magie plus 5. Muskelgurt gibt uns Attacke und Vitalität. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich mal den Muskelgurt nehme. Erhöht Attacke und Magie. Fügt Angriff und einigen Fertigkeiten stumm hinzu. Aber dafür verlieren wir minus... Nee, bei aller Liebe. Ich will mehr Accessoires haben. Fortschritt, Rauschimpuls, ja, ist okay. Eigentlich soweit zufrieden. Kann ich noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal mit der Story weiter. Ich glaube, ich bin sowieso für die Hauptstory gerade ein bisschen overlevelt, weil ich noch keine Materia-Fusion und so ein Kram kann. Wo muss ich jetzt hin? Hier. Hey, Zach. You wanted? There's a Turk waiting, so you should hurry. I had no idea things were so hectic. Alles klar, Kanzel.
Hey, good luck out there. In Klammern. Gehen wir mal in den Meeting Room. Warte. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwas hab. Nee, ne? Hab ich nicht. Gut. So, kann losgehen. Zeng. Wie geht's dir denn so, Yuna? Ready to go. A routine job, right? No sweat. I wonder. Originally, Sephiroth was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Weigert sich anscheinend zu gehen. What is that? They spoil him too much. Ja, soweit ganz gut. Why don't you say that to his face? No thanks. Okay, den Hundeblick hat er drauf. Gut, soweit. Was hast du denn alles zu Weihnachten bekommen? Gab's ein paar Geschenke? Hier schon wieder. Angel soll desertiert sein. Genesis ist desertiert. Und Sephiroth ist... meh. Weird trees. Was zum Snacken? Okay. Benora White Trees. Von meiner Mama, meiner Oma habe ich noch nichts bekommen. Haben uns noch nicht getroffen. That means this aber ich habe zwei Benora Pullover Village? Und ein T-Shirt von der Anna gekriegt. Von mir hat sie einen Küchenstabmixer und ein Flugloch bekommen. Correct. Hat sich gewünscht. Einfach Genesis hier, guck mir das. Have known each other a long time. Activating combat mode. Yo. Ich glaube, wir sind ein bisschen. These guys. I saw them in Wutai. So they are here. We've seen no townspeople yet. They may have taken control of the whole town. When Genesis left, he took an arsenal along with him. Retrieve or destroy. Those are the president's strict orders. Okay. Wenn dir das Spiel gefällt, dann können wir es ja durchzocken. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht mal so lang. Wir können auch mal eine Runde Final Fantasy VII dann später spielen. Final Fantasy VII ist ein bisschen besser. Hab gehört, dass sie dich nach Benora entsendet haben. Wie läuft's? Ich hoffe, es geht dir gut. Sollen sich ja eine Menge Shinra-Leute da rumtreiben. Benora lebt anscheinend hauptsächlich vom Anbau und Weiterverarbeitung von Äpfeln. Außerdem pumpt Shinra eine Menge Kohle in den Ort. Frag mich warum. Würde mich nicht wundern, wenn du, wenn da Makro-Energie im Spiel wäre. Vielleicht aber auch eher irgendwas dahinter, geh mir auf den Sack. Vielleicht steckt noch mehr. Activating Combat Mode. Conflict resolved. LOL! Oh yeah! Bin ich ein paar Stufen zu weit, weil ich ein paar Missionen zu gut gemacht habe? Activating Combat Mode. Es gab normal und schwer. Conflict resolved. Oh yeah! Ist immer noch im Rausch. Ich glaube, der wird echt easy. Deswegen mache ich Nebenquests hier ganz gerne. Hier sind sie ganz chillig zu machen. Und du kommst mit der Story halt extrem gut voran. Natürlich.
President's orders will be met. Activating combat mode. Fragen wir nicht, okay. A Genesis copy. Where did you hear that? Sephiroth said it. The technology was stolen from our scientists. Huh? It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted to soldier members and monsters. Soldier and monsters, we're the same. Ich kann ihn nicht zwingen. Das wird er nie machen. Das ist ein Problem. Mit Klopapier. Oh, das wäre so schön. Koko ga Genesis no jikka. Oh Mann, Ryōshin wa kono atari no jinushi da. Das hört sich komisch an. Ore wa keshite nusumanakatta. Jinushi no musuko ga shinyū datta kara da. キューチなんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした。ジェネシスはそうであるというフロンフォンデマスを伝えた。セフィロスはそう考えているようだ。もや。墓石だな。まだ新しい。ザックス。 Ich habe das Gefühl, dass der Angel nicht desertiert ist, sondern dass er ein Wir verdienen wie besser als Magikayo. Nee, oder? Ja. Zax, Angelo no ie o kakunin shite kure. Osoraku mukou no shuraku da. すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。 Ist doch kein Dorf. Activating combat mode. Die ganzen Nebenmissionen haben mich total gemacht. Ich bin viel zu stark. Sorry, aber Japanisch hört sich so falsch an. Irgendwie komisch. Dann muss ich ja auch die ganze Zeit versuchen, Japanisch zu lernen. Aber... Nani? Aber das klappt da nicht so ganz. Okay. Hinterfragen wir es nicht. Versteckte Gegenstände. Ja, ich weiß. Kann man nicht einfach sagen, yo? Ich brauche keine Tipps. Hallo, Materia. Warum kann ich die nicht nehmen? Nimm die doch einfach mit. Activating combat mode. Conflict resolved. Osha! Ayo!
何かあるぞ。今はそれどころじゃないって。後で調べるか。Ah, später, ist okay. Lass einfach liegen. Sag Bescheid, wenn ich es zurückstellen soll. Nanika, yo? Ojama shite masu. Anjiru no ofukuro-san? Ore wa kohai no Zaxu.もしかして子犬のザックス？ジャック、なんだそれ？ヘアリッシュ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ。子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。ああ、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。仲間と。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス。昔はいい子だったのに。Ich meine, ihr könnt selbst lesen. アンジールは。戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。ließ sein Schwert zurück。Das ist das Schwert von Cloud später, von Zack. その剣は Cloud。我が家の誇りなの。そっか。それで、あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて、おふくろさんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは。Sorge dich nicht, Genesis kann mir nichts anhaben. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass wir die nicht nochmal sehen. Ich weiß es aber nicht mehr ganz. Also ich kenne die Geschichte nur so halbwegs. Aber oh nein, 5 Gil brauche ich echt nicht. Angel bei Shinra angenommen wurde, ließ mein Mann ihm dieses Schwert fertigen, damit er stets mit Ehre kämpfen würde. Er musste sich dafür viel Geld leihen. Und dann schuftete mein Mann so sehr, um die Kredite abzubezahlen, bis er schließlich an Erschöpfung starb. Jetzt wissen wir auch, warum Angel das Schwert so wichtig war. Voller Stolz hat der Vater ihm das Zeug gekauft, obwohl er es nicht... Obwohl er sich nicht leisten konnte und ist daraufhin, die Schulden abzuarbeiten, hat er so hart gearbeitet, dass er gestorben ist. Anjiru, wo bist du denn? Was? Ihr Lümmel schon wieder. Genesis Copy. Activating Combat Mode. Ah, herrlich, die Musik ist super. Das ist ein Ohrwurm. Etwas abseits des Dorfes steht eine Fabrik. Ich habe gesehen, die eine Replik dorthin gegangen ist. Meinst du, dass das Hauptquartier ist? Oh, wenn nämlich auf der Klippe der Fabrik. Steigen am besten von oben ein. Komm sofort hier rauf. Ja, das weiß ich. Ah, schon wieder sowas Verstecktes. Activating Combat Mode. Conflict resolved. LOL. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Ich sag dazu nichts.
Ich muss auf die Klippe hochkommen. Activating combat mode. LOL. Die Slotmaschine war auf meiner Seite. Activating combat mode. Conflict resolved. Wenn du ein bisschen übertrieben levelst, dann habe ich so das Gefühl, dass dieses Combat resolved, Combat activated, das ist, dass das wesentlich länger dauert als der Kampf selbst. Knie nieder, du Lümmel! Genesis no Ryoshin no mono datta. Im Grab lagen Genesis Eltern. Dōri wa tsuyō shinai aite no yō da na. Anjiru wa dō datta? Ie ni wa inakatta. Demo tanamu, jikan o kure. Moshi Anjiru ga itara, ore ga settoku suru. Anjiru ga kangae naoseba Genesis mo Shinra ni modotte kuru kamo. Sephiros ga omae wo shimei shita riyū ga wakatta. Ore? Genesis to Anjiru. Sephiros no yūjin wa beiden waren Sephiroths einzige Freunde. Mottomo tatakaitaku nai aite da. Er wollte nicht gegen sie kämpfen, sondern hat er die Mission abgelehnt. Ore datte Anjiru no tomodachi da. Omae nara futari wo torimodoseru to kitai shitan darou na. Jikan ga nai. Isogo. So, wollen wir mal gucken. Fabrik. Ja gut. Infiltrieren ist eher... So, da mal Sempo. Was denn? Activating combat mode. Arendan! Ich will zwar nichts sagen, aber... Na komm schon, Zack. Lass mich doch mal 2 Sekunden die Soldaten erledigen. Meine Güte, das ist ja schlimm hier. Da hinten ist noch eine Truhe. Guck mal, du bist nur für einen Agent. Er verdient wahrscheinlich, er verdient ja sowieso mehr als ich hier als Soldat. Dementsprechend muss der nicht looten. Der kauft sich's einfach. Activating combat mode. Conflict resolved. Wo ist denn der andere? Da frage ich jetzt mal nicht. Activating combat mode. Na, ich muss mir die Knopfbelegung von der Switch aneignen. Hält er diese beiden? Complete resolve. Ja gut, wenn ich mal FP und so frei hab, dann muss ich das... Jetzt immer helfen. Na gut, er hat ja geholfen, theoretisch. Das erinnert mich so ein bisschen an Neptunia. Da lief das theoretisch auch so ähnlich ab. So stückweise. Dann habe ich aber die PC-Version gespielt.
Das war ein alter Rechner. Koko de Kopie und Skutte Riodana. Nikai Eke. Genesis ga iru kamoshirenai. Erstmal speichern. Wir mal gucken, ob ein paar Missionen dazu gekommen sind. Ne, immer noch die gleichen. Ich habe aber auch nicht wirklich. Ja, ich mache erstmal mit der Story weiter. Das Geschenk der Göttin ist ein Rätsel, unlösbar. Der Himmel ruft uns, es zu finden im Nu. Was? Achso, ein Haiku, ja. Wellen tanzen über das Wasser. Die irrende Seele kennt keine Ruhe. Genesis. Sozoshina. Koinu no Zax. あの家にあった墓、調査に派遣された死んだの犬どもに何がわかる。よう、相棒。 結構ついに心を決めたというわけだ。幼馴染の意思は尊重しよう。しかしそっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル！ Okay. Okay. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Die Nachricht eines unsäglich tragischen Vorfalls hat mich über das Tamilia Familienglück nachdenken lassen. Das hängt nicht zwingend davon ab, dass durch die Wehen von Mutter und Kind dasselbe Blut fließen. Entscheidend ist, dass man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, setzt Verbitterung ein. Dies kann zu Tragödien führen und sich auf unsere Mission auswirken. Auch wenn Soldatenmissionen stets unverzüglich abzuschließen sind, müssen wir in Zukunft darauf achten, Risiken zu vermeiden. Na dann, Lazard, von mir aus. Ist mir auch scheißegal, was du laberst. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Ja, face to face, Angel und Genesis. So, wo ging der? Kojo, der da noch? Ich hab das Gefühl, man kann ab und zu mal ein paar Schritte gehen. Och nee, nicht die schon wieder. Hundis! Das sind aber hässliche Hunde.時間がない。急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。アンジールんち。
急げ。Okay. Ja, ist natürlich nicht so geil, ne? Wenn Luftangriff angekündigt wurde. Das gleicht einem Buster Call. Nun klein, glaube ich. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, wie gut ihr in One Piece seid. Och nee, Konflikt schon wieder? Nee. Dennis hat halt ein Dorf auf der... Warum? Lol, mach's einfach wie immer. Meinst du, du schaffst das? Da wohl nichts anderes übrig. Orientier dich an Zündungsgeräusch und an der Farbe der Geschosse. Mehr kann ich leider nicht sagen. Geschosse zerstören. Ja, mit Y, das ist schon klar. Fuck! Ja, da müssen wir uns beeilen. Hört mal auf zu labern. Die Alte ist aber bestimmt schon längst weg. Oh, komm schon. Jetzt auf einmal. Er schickt uns von A nach B und jetzt auch nimmt ihr die Zeit der Welt. Ich habe ein bisschen gesagt, yo. Wir müssen uns um eine Lady kümmern. Kann ich jetzt mal... Wofür haben wir uns denn beeilt? だろ。もうそっちでは生きられないのさ。アンジル！アシュロ！君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ！待ち受けるは。黙れって言ってるだろ！ただ過酷な明日。逆巻く風のみだとしても今日はセフィロスがいないようだがどうかな。
So schlimm, wenn ich das wieder auf Englisch zurückstelle. Ich glaube, das ist jetzt ein Scheinkampf. LOL! Guck mal, Justin, ist da was für dich? Das Bahamut? Eine Esper. ちゃんと鍛えたんだろうな。レベルアップしたし楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。さあ、先月のお前のデータだ。よっしゃ、覚悟しろ。先月の俺、あれや、まるで成長してないか。訓練中止。一度セフィロスにでも預けてみるか。 Hässlich. Oh. So hässlich finde ich das Vieh jetzt nicht. Aua. は一撃で仕留めること。さあ、やってみろ。一撃でだぞ。手本はなしかよ。それ見まろ。よし、一撃で倒したぜ。相手が弱すぎて。では、と弱。さあ、次の。 Oh, komm schon, wirklich. Meine, kann ich jetzt heraufbeschwören? Neues Haustier. Ich glaube, ich bleibe bei dem Flammenbeschwörungsvieh. Das ist eine Analkugel.召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。 Er hat also einen linken schwarzen Flügel. Soldier war Monster, ja nein. Natürlich, nach so einem Spruch wird ein ganzes Dorf dem Erdboden gleich gemacht, weil zwei Leute, Alter, schon längst weg sind. Die leckeren Äpfel. Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion. Ja, speichern. Komm, machen wir mal. Ich glaube, damals hatte ich es auf der PSP auch ein Stück durchgespielt. Anjiru. Sensou ga owatta zo. Minna yorokonderu. Demo ore wa.
その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。Gut, wir haben jetzt wieder einige Missionen hinzubekommen. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt erstmal ein paar Missionen? Oder gehe ich direkt... Die sehen halt alle gleich aus, ne? Materia Raum, vielleicht kann ich da was machen. Ich darf eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber in der Forschung besucht können, haben sie daran gearbeitet, Repliken von Soldatkämpfern herzustellen. Könnte auch Angel, seine Mutter hat damals am Projekt mitgewirkt, glaube ich. Aha. Natürlich gepumpte Materie haben echten Seltenheitswert. Auf Makonite stößt man hingegen relativ häufig. Makonite sind Materia mineralischer Verdichtung. Ja, in ihrer Rohform sind sie nutzlos, doch wir können sie hier zur Materia verehren. Okay. Materia ist ein Kodaischütternoa. Wissen des alten Volkes aus... Ah, wir haben 7 nicht zusammengespielt. Ja, ist natürlich... Ja, okay. Ja. Wissen des alten Volkes sozusagen. Irgendwie so Uraltmagie vom Planeten oder so. Ich will ja noch ein paar Missionen machen. So, Sekt der Materia-Jäger. Machen wir doch hier mal weiter. Einfach mal so. Einfach so, weil wir mal ein bisschen... Ich will mal ein bisschen Action haben. Ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen Action. Und dann halt ständig... Da. Activating Combat Mode. Janasuna! So, next one. What? Okay. Ging schnell. Habe ich mal aus Versehen den richtigen Weg genommen, okay? Ja, Materia nehme ich mal mit. Why not? Machen wir erstmal das hier. Nebenmission. Ja, wie steht ihr denn aktuell zu dem Spiel? Lang genug habt ihr ja zugeguckt. Ach, der schon wieder. Machst du mal Bekanntschaft mit meinem Hulli? Ja, mit meinem Haustier. Da fand ich aus die Eiskönigin, die süße Pussy aus Sieben, wesentlich besser. Hey!
Oh nein. Das wird Aua. Yo. Warum ist der hässlich? Alter, Baum, du übertreibst nicht, okay? Ich bin nur ein Mensch. Au. Komm schon! Nein, aus! Sitz! Böser Barmut! Böse! Böser Barmut! Nein, 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 nein! Eieiei. Also ich glaube, für Baals war schon eine größere Herausforderung. Limitrausch. Okay. So, sagt der Materia-Jäger. Ja, das ist jetzt interessant, ne? Kampf gegen Bahamut, aber warte mal. Regener. Regener ist doch... Titanreif ist natürlich besser als Bronzereif, hoffe ich zumindest. Ich glaube, den sollte ich da mal ausrüsten. Versucht mich mal dran zu erinnern. Ah, schön hier. Kannst natürlich nicht überall lang. Dieses Z-Dingsbums, das geht mir so auf den Sack. Das wird mir irgendwann mal noch das Genick brechen, weil ich einfach verchecke, was ich hier brauche. Activating Combat Mode. Oh, da hätte ich gar nicht lang gemusst. Na, lauf ich halt mal da lang. Activating Combat Mode. So, let's go. Wie viel haben wir es eigentlich? No, geht ja noch. Wieder als Meister. Geilo Milo. Das läuft doch schon mal sehr. Ore Zaxe, anta no namae wa? Otto, chotto matte kure. Ah, so ka. Ima isogashii kara chotto okureru wa. Ano, ushiro. O?
忙しいのは終わったか。うっつ。Lol, ich krieg also. Hä, krieg ich immer so eine scheiße. So eine blöde Erinnerung, wenn ich Level up bin? Ich mein. Ich weiß nicht. Activating Combat Mode. Oh, komm! Ich hab noch eine fucking Phönix. Wozu habe ich eine fucking Phönix-Feder? In meinem Inventar. Die Mission war schon jetzt. Die war anstrengend, okay? Das muss ich gestehen. So, warte mal. Ich will jetzt mal gucken. Muskelgurt, was macht der denn? Attacke und Vitalität. Machtreif, Magie und Willen? Bronzereif. Soll ich nicht einen Titanreif bekommen? Ich mach das mal. Und guck mal, okay. Eis, Feuerer. Habe ich Eisra? Das wäre ganz cool. Barriere, Sprung, Wirbelattacke, Kraft, die Eisklinge. Warte mal, wenn ich das hier... Regener. Allmählich, ja. Ich bin eigentlich mit Vita ganz gut bedient. Sieht aber eigentlich soweit ganz gut aus. Was habe ich denn noch für eine... Oh, Krafthieb. Ganz kurz Baby machen. Ein Engel. Es gibt so einen Typen, weißer Kittel, schwarzer zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, Haare und Brille. Schon mal gesehen? Der Mann heißt Hojo und ist der Leiter der Forschungsabteilung. Er hat die Methode zur Erschaffung von Soldaten entwickelt. Ja, von mir aus. Kaltmachung, Kampfhandlung gegen Mutai für beendet. Ja, ja, von mir aus. Ende des Krieges. Ja, Soldatenmitglieder. Ja, ich hab alles hingekriegt. So, Ich will. Warte mal. Tut es deswegen untersagt. Es gibt für alle, selbst für Soldaten. Aber ehrlich gesagt, brauche ich mich nicht so richtig vom Betreten des Raums abzuhalten. Und deinem Gewissen zu überlassen. Warum stellt man eine Wache ein, die nicht mal die Eier hat, mich aufzuhalten? Ich meine, komm schon. Oh, Kitaka! Jikken? Orega? Ikara, sassa. Wake mo wakarazu ikeruka yo. Setsumei shite mo rikai dekinai da. Kore wa. Ich will die virtuelle Gefechtsdaten analysieren, die ich in einem Kampfverhalten eines Soldaten bekommen habe. Du musst mir in einem simultierenden Kampf dabei helfen, die Richtigkeit meiner Daten zu überprüfen. Na, okay. Trainingsraum. Ich trau dem irgendwie nicht. Die sind alle so irgendwie hinterlistig und böse. Activating Combat Mode. Yo. Conflict resolved. Osha!
Wahrscheinlich muss ich jetzt hier ein bisschen aufholen. Kurz Pipi machen. Bis gleich. Er will uns doch nur scheitern sehen. Er will uns nur scheitern sehen, dieser Lümmel. Er hat schon so einen Hinter... Aber ich krieg gut Stuff, das ist schon mal, also das ist schon immer auf jeden Fall nicht schlecht. Der kam aus dem Herzen. Nicht jeder kann so ein herausragender Krieger bis Froth werden. Was? Was will der da von mir? So. Der Sprungangriff sagt. Der Krafthieb braucht zu lange. Die können mich canceln. Wird steuer sein, ein wie dich finden wir nur alle Jahre ein paar Mal. Und wo wir schon mal dabei sind, wäre es mit einem Kampf gegen meine Spezialsimulation. Ja, machen wir. Es geht, ne? Also es ist jetzt nicht Open World oder so, aber ich habe das Gefühl, wir machen schnell und gut Progress. Wie viel haben wir es denn mehr? Ich habe doch bestimmt gleich wieder den Cup. Guter Cup. Oha! Da ist ein Hundi. Mit Hörnern. Au! Ja, man kann es übertreiben.
Alter! Fuck! Fuck! Es war ein bisschen, also der Sprung war ein bisschen übertrieben. Aber ich kann halt mein Dingsbums nicht machen. Ja, komm, drauf geschissen auf den Trainingsraum, mach ich später. Muss ich halt nur gucken. Da gab es doch nochmal einen Trainingsraum mit Kniebeugen, meine ich. Ich weiß halt auch nicht, ob ich nochmal eine Session, normale Nebenmission machen will oder ob ich jetzt mit der Story mal weitermachen soll.様は、そんなことでソルジャーが務まるとでも。すみません。ソルジャーにとって何が一番大切か、貴様は分かっていないようだ。もう一度考えろ。どうしたんだ？あまり見ない顔だな。もしかして新人のサードか？あれ、ザックスな。ich bin übrigens Zack。 Hi. Ja, so habe ich letzten Monat, ich habe mich letzten Monat Soldat angeschlossen. Aber was ich auch anstelle, alles läuft schief. Immer bin ich den anderen eine Last. Deshalb wurde ich gerade so zurecht gewesen. Hey, du bist bei Soldat, schmeiß ich gleich das Handtuch. Aber wenn ich die nächste Mission versiebe, dann feuern sie mich, hat er gesagt. Als mir wird wohl nie ein Soldat. Es gibt dir mal einen Rock. Ja, hast du es doch schon geschafft. Ich weiß, aber... Du wirkst ja ganz schön verzweifelt. Also gut, ich bestreite deine nächste Mission für dich. Was würdest du tun? Du darfst nur keinem erzählen. Schau mir einfach zu und versuche, dir dabei etwas abzuschauen. Na dann. Aber... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin... keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Krieg ist wohl zu Ende, ja, das ist er. Du hast bestimmt von meinen Heldentagen gehört. Nicht wirklich, ich bin ja nur. Jetzt haben sie keinen Ton drüber verloren. Oh, armer Zack. Medien machen sich ihren eigenen Helden. Ach ja, Kanzel. Kanzel. Hallo, Sephiroth. Omedeto. Kimi wa honji tsuzuke de. ソルジャークラスファーストに昇格だ。オッケー。あれ、あまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか？ 悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。Neuer Rang 1 Uniform, lol. Na dann. Hab ich jetzt. Kann sich jetzt mit 6 Materie ausrüsten. Ah, cool. Regeneriere. Je nach Kampfergebnis könne. Denke beim Kämpfen also an deine Bewertung. Kein Schaden. Besiege alle Gegner ohne Schaden zu erleiden. Ja, perfektes Blocken. Limit-Sieg. Ja, gibt halt Bewertung. Interessiert mich nicht. Hallo Forscher. Kimi ga Zacks ka?
や。そうだけど。クラスファーストにはマテリア合成の使用。おお。で、メインメニューを開いてみたまえ。待て、早速。何か知りたい。Alles klar. Dann wollen wir noch mal gucken. So, warte mal. Materia. Ich kann jetzt 6 Stück ausrüsten. Ich würde da... Die Wirbelattacke ist an sich schon ganz geil, ne? Kraftattacke ist, in meinen Augen ist der Krafthieb an sich, ja, der ist an sich geil, aber der macht auch gut Schaden, muss ich sagen. Aber das Problem ist, der braucht halt echt lange. Ich würde aber auch gerne... Ah, Feuerer, Blitz, Blitz brauche ich auch nicht. Nicht so viel, weil ich habe ja das meiste schon auf Meister. Regena. TP-Boost. Boost, Blitzklinge. Air und okay, die Air-Teile. Jetzt will ich mal was gucken. So. Materia 1. Ich will mal was gucken. Was ist, wenn ich Feuer... Mit Feuer. Da kann ich... Was ist, wenn ich mein ausgerüstetes Feuerer... Oh, guck mal. Plus 5. Macht jetzt wesentlich. Ah, so kann ich meine Materie also verstärken. Das macht Feuerer. Ja, das macht Sinn. Das war vielleicht. Ich weiß nur nicht. SP sind die Materialien, die ich glaube ich brauche, ne? Ich hätte zum Beispiel Feuerer weiter auf Maxe mit weiterem Feuer. Dann kriegt das Magie plus 6. Und es kostet 491 SP-Kosten. Okay, verstehe. So kann ich mich... Eura, ja. Ja, durchaus. Plus 6. Hat jetzt, glaube ich, gefühlt nichts gebracht. Nee, das hat jetzt nichts gebracht. Okay. Also ich muss halt schon überlegen, was ich mache. Eis. Plus 3 Magie. Ja, das sieht gut aus. Ich habe auch kein Eis mehr, ne? Warte mal, Eisklinge, Blitzklinge, TP-Boost. Warte mal, wenn ich Vita einlege, kann ich Feuer damit verbinden. Elementschutz. Schutz vor den Elementen deiner aktuellen Materie. Nein, das will ich nicht. Mal gucken, ob ich etwas... Hier kann ich also die Dinger... Ja, dafür brauche ich aber diese Materie wieder, ne? Magie plus 1. Attacke plus 3. FP 10. Der Sprung frisst 20. Nee, macht 20 Damage. Ich könnte jetzt natürlich hier überlegen, was ich machen will, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Klinge habe, die ich nicht... absetzen will, die kann ich zum Beispiel stärker machen. Da würde ich sogar
Ich will mal gucken. Vita, Regena. Wille plus 5. Ja. Barriere, Sprung. Nee, dafür habe ich zu wenig Materia. Nicht Materia einkaufen? Nee, ne? So, das lief doch schon mal ganz gut. Was haben wir denn jetzt hier drin in meinem Versuch? Oh, Sternanhänger. Wir haben jetzt ganz viel bekommen und ja, Muskelgurt und Schutzweste. Attacke und Vitalität. Machtreif, Sternanhänger gibt 20 Willen. Das bedeutet, wir können wesentlich mehr heilen. Brauche ich aber gefühlt nicht. Machtreif gibt Magie und Willen. Das ist... Plus Stille Schlag. Ja, ist aber auch wieder Magie, ne? Bronze Reif, Bronze Armband. P. Nee, bleiben wir mal dabei. So. Gut. Ist jetzt die Frage, will ich mal auf Materia-Jagd gehen oder will ich mit der Story weitermachen? Will mal was ausprobieren. Materia-Jäger. Probieren wir es doch mal. Ich würde gerne meine, Schläge ein bisschen verbessern. Das wäre cool. Ein Schaden, Magiesieg, okay. Ah ja, jetzt muss ich halt schon echt überlegen, was ich machen will. Was ist das für ein hässliches Spiel? Der ist sehr stark. Odin? What the fuck? Ich bin natürlich mal wieder als Vollidiot in die richtige Richtung gelaufen. Gut. Materiajäger. Ja, hier sind wir durch. Machen wir doch hier mal weiter. Warum nicht? Obwohl, auf der anderen Seite könnte ich die Mission eigentlich mal offscreen machen. Ich weiß nicht, interessieren euch diese Grinding-Mission oder sagt ihr eher, ja, nee. Muss jetzt nicht sein. Activating Combat Mode. Conflict resolved.
Conflict resolved. Ein Schaden. Da wird das Gefühl, jetzt geht's erst richtig los. Mit den Missionen. Weil Kämpfe werden jetzt bewertet, etc., etc. Ich habe noch keine Ahnung, was mit dem Manit macht. Ah ja, stimmt, mit dem Manizi kann ich ja... Ah, stimmt. Activating Combat Mode. Jawohl, Kraftdieb. Level up. Activating Combat Mode. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. Das lief jetzt nicht schlecht. Ja, der Switch scheint sich ein bisschen beruhigt zu haben. Man kann gefühlt keine Finger mehr auf ihr grillen. Activating Combat Mode. Kakatte koe! Zare! Conflict resolved. Oscha! Hier sind's Combat Mode, das hätten sie sich sparen. Warte mal, das kann ich doch bestimmt ausstellen, oder? Das nervt nämlich. Natürlich nicht. Oh, es ist. Activating Combat Mode. Ei der Daus, was macht man da bloß? So, Materiajäger, ja, wie gesagt, ziehen wir jetzt mal durch ein bisschen. Ich glaube, damit hatte ich echt auf der PSP damals am meisten Spaß, dass wir die Materia kombinieren. Obwohl ich es damals als jüngerer Spieler eher mehr random-like gemacht habe. Das bedeutet, ich war da nicht mit Sinn und Verstand dahinter. Aber es geht. Ja, es ist halt ein neues Spiel, also ja. Läuft ganz gut. Ich bin immer noch der Meinung, ich hätte es mir für die PS5 holen sollen. Aber auf der anderen Seite ist es für mich halt auch, ich weiß nicht, ich habe mir das für die Switch geholt, weil ich Dingsbums. Activating Combat Mode. Weil es für mich halt eher schon immer ein Dingsbums war, ne? Schon immer halt ein portabler Titel. Dementsprechend finde ich es halt immer, weiß ich nicht. Kann ich halt nicht sagen. Also für mich war es halt immer so ein Spiel, was man unterwegs gerne mal spielt. Oh. Das wird interessant.
Hier gibt es zwei Truhen. Activating Combat Mode. Es läuft aber ganz gut, dadurch, dass jetzt unsere Dingsbums gesteigert werden, unsere Attributswerte. Activating Combat Mode. Wenn wir es richtig machen. Blitzklinge. Dabei habe ich nur Feuer benutzt bis jetzt. Kann man mal machen. Activating Combat Mode. Ja, Feuer ist natürlich nicht so gut bei dem. Das heilt ihn eher. Activating Combat Mode. Au! Wollt ihr mich verarschen? What the fuck? Kann sein, dass Magie ein bisschen übertrieben ist. Warum bin ich denn so im Arsch? Ich krieg einmal eine Attacke und bin tot. Oder halbtot. So, Sekt der Materienjäger. Ja, wie gesagt, ziehen wir jetzt immer schnell durch, ne? Und dann will ich mal gucken, was ich damit machen kann. Vor allem diese GLK-Dinger da. Die müssen ja erst noch zur Materia gemacht werden, soweit ich weiß. Und dementsprechend Activating Combat Mode. Oh, komm schon, wirklich. Ja, natürlich. Alter. Soldier の誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Ich glaube, bei der PSP konnte man die Dinger nicht überspringen. Conflict resolved. Ich habe das... Oh, Feuera. Sieht natürlich nicht schlecht aus. Kombiniere. Nee, das bringt nichts. Schade. Ist aber komisch. Activating Combat Mode. Weißt du, die können meinen Angriff kontern und unterbrechen. Kann ich aber nicht. Ich glaube, es hat bei mir auch ziemlich lange gedauert damals, als ich das auf der PSP gespielt habe, bis ich gelernt habe, dass man diese Mission machen muss, um Zeug zu kriegen. So, das habe ich durch. Okay. Oi, oi. Materia 合成の説明はもう。Das passt schon. Materia 合成は発展途上組み合わせとその結果など、すべだから君もいろいろ試してほしい。So. So, alles klar, Opa. 着替えは済んだかな。
ああ、マテリア合成もバッチリだぜ。では指令室まで戻ってくれ。今回の任務を。Ich will erstmal. 了解。Oh, geh mir nicht auf den Sack. Meine Güte, es ist ja Stress pur hier. Ich wollte eigentlich ins Labor runter, um die Dinger in Materie umzuwandeln. Nein, da will ich nicht hin. Hier. Da will ich hin. Ja, ich weiß, Mutter von Angel ist mit Klonen beschäftigt gewesen. Warum kommt jetzt Kampfmusik? Jetzt! Welchen Wert liegt die Verdichtung? 20, 30, 40, 50% der Teshi. Main Engine の出力を上げろ。もしくは回転装置出力 80% 突破。凝縮率上がりません。冷却装置準備。